Buenos tardes, amigo. Prima, dir blüht gleich was. Ja. Und zwar eine Frage. Was ist denn das für Kraut? Das sieht aus wie Wiesenschaumkraut. Die Blüte, von der Farbe, von der Anzahl der Blütenblätter. Das ist wirklich eine ganz große Ähnlichkeit zum Wiesenschaumkraut. Ja. Aber man muss alles komplex sehen. Oh weh. Ja. Da klemmt es bei mir wieder. Und der Mensch denkt in Bildern, der guckt dir es an. Es ist viel größer. Guck dir die Blätter an. Guck dir die Pflanze mal genau an. Film die Pflanze. Na und, was ist es dann, wenn es kein Wiesenschaumkraut ist? Na, was ist es denn? Das ist die Mondviole. Die Mondviole? Doch, ja. Du musst eben auch mehrere Sinne einsetzen, nicht bloß gucken. Riech doch mal. Riech bitte. Riech. Riech nach Flieder. Ja, das ist eine Duftpflanze. Das ist eine Duftpflanze. Eine wunderbare Duftpflanze. Ja. Ja, wieder was gelernt. Und ich werde jetzt verduften. Es ist kein Witz. Auch an der Bresnitz viel Bergbau, wie überall im Erzgebirge. Na klar, in der Montan-Welterbe-Region. Logisch. Aber gucke, du hast hier an der Bresnitz in diesem Schmiedeberg. Na, was noch? Schmiede. Deswegen heißt es ja auch Niederschmiedeberg hier an der Bresnitz. Hast du auch noch? Nieder-, Mittel- und Oberschmiedeberge. Obwohl die Zugehörigkeit unterschiedlich ist. Oberschmiedeberg gehört ja schon zur Jöhstadt. Mittel- und Niederschmiedeberg nicht. Das sind andere Zuordnungen. Reibe, 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 das muss doch mal hier runtergehen. Das geht bergab. Nee. Du willst ein Witt machen? Ein Witt. Ein Covid. Ein Covid. Ein Kooperationswitt mit mir. 45 Grad steil hinauf auf den Pöhlberg zum tiefer St. Britius Stollen. Klick auf. Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend.